Der Frontallappen ist die krönende Errungenschaft des menschlichen Gehirns. Der Frontallappen. Dieser Frontallappen ermöglicht es uns, unsere Meinung zu ändern. Das wirft die Frage auf, was freier Wille eigentlich ist. Wir glauben, dass wir einen freien Willen besitzen, wenn es uns möglich ist, eine Wahl zu treffen. Aber es gab da ein Experiment mit Leuten, deren Frontallappen beschädigt war. Der Frontallappen ist jener Teil des Gehirns, den wir benutzen, wenn wir wirklich eine freie Entscheidung treffen wollen. Alle diese Patienten hatten einen Schlaganfall oder eine andere Beschädigung des Frontallappens erlitten und man teilte ihnen mit, dass dies ein Test sei, es aber keine falschen oder richtigen Antworten gäbe und jeder wählen könne, was er wolle. Die Testpersonen mit einer derartigen Beeinträchtigung konnten keine Wahl treffen. Sie waren nicht in der Lage, eine Antwort zugunsten einer anderen zu wählen. Sie konnten sich nicht entscheiden. Dann wiederholte man das Experiment und erklärte, es gäbe falsche und richtige Antworten. In dem Moment, als man den Leuten sagte, es gäbe eine richtige oder falsche Antwort, konnten diese plötzlich eine Wahl treffen. Das bringt uns zu der Frage, ob wir uns jemals aus freien Stücken entscheiden oder einfach nur das wählen, was wir bereits kennen. Freier Wille bedeutet eigentlich, dass wir kurz innehalten, um die bekannten und unbekannten Möglichkeiten voneinander zu trennen, die irgendwo existieren. Wenn wir aber in diesen automatischen Schaltkreisen lebten, mit bereits fest verdrahteten Mustern von Assoziationen, würden wir in der Tat keine freien Entscheidungen treffen. Wir würden aufgrund dessen entscheiden, was wir schon kennen. Und solange wir nur das wählen, was wir kennen, erhalten wir auch nur das uns Bekannte.